Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Heute hat es mich nach Schiltach verschlagen und das kennt ihr vielleicht noch nicht unbedingt, aber wenn ich euch sage, hier ist Schnitzer Klassik ansässig, dann wird es bei dem einen oder anderen von euch klingeln, nämlich die Familie Trautwein. Die hat die ganzen Schnitzer-Devotionalien übernommen, das alte Werkzeug, die alten Teile, die alten Autos auch. Und da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man das hier sehen darf. Aber die waren auch schon vorher BMW-Fans. Und zwar haben sie unter anderem Formel-2-Autos gesammelt von Maurer. Maurer-Formel-2-Autos haben BMW-Motoren eingesetzt. Und da fällt auch noch mal das eine oder andere ganz besondere Auto in so eine Sammlung. Und das ist zum Beispiel dieses hier. Schaut mal, was da steht. Bellof, Stefan Bellof, das Originalfahrzeug von Stefan Bellof. Und ihr könnt es euch angucken beim diesjährigen Oldtimer Grand Prix am Nürburgring zwischen dem 11. und dem 13. August. Da wird dieses Auto ausgestellt, noch ein zweiter Formel 2 von Schnitzer Klassik. Und der eine oder andere Tourenwagen, der wird auch wieder sich durch die Felder kämpfen. Und darüber müssen wir jetzt reden. Viel Spaß. So, und bei mir sind jetzt die Hausherren hier, Steffen und Jannik Trautwein. Toll, dass ich bei euch sein darf und dass ich endlich mal eure heiligen Hallen sehe. Wie kommt ihr zu Schnitzer? Ihr wart immer BMW-Fans, oder? Ja, wir waren immer BMW-Fans, also ich schon seit ich 18 war. Ja. Und ja, wir hatten dann 2012 mit BMW Motorsport begonnen. Und so hatte ich dann auch Kontakt zur Familie Schnitzer über Jahre. Ja, und dann kam so weit, dass dann BMW mit Schnitzer die Geschäftsverbindung aufgekündigt hat. Und da war ich natürlich dann gleich vor Ort und habe dann, verhandelt. Und wir haben dann, mit Jannik zusammen haben wir eine gute Basis geschaffen und konnte dann die kompletten historischen Teile, die Fahrzeuge, einen großen Teil von der Werkstattausrüstung alles übernehmen. Und habe das dann alles hier in Schwarzwald verlagert. Fantastisch und vor allem finde ich so toll, dass ihr das in dem Sinne von Schnitzer weiterführt. Eigentlich das, was man sich damals vielleicht von BMW Classic gewünscht hätte. Aber es ist wirklich immer, geht einem das Herz auf, wenn man euch an der Rennstrecke sieht. Am Nürburgring haben wir uns schon gesehen, letztes Jahr beim OGP haben wir uns gesehen. Dieses Jahr beim OGP werden wir uns auch wieder sehen. Und ich war ja beim Herbert Schnitzer und habe einen Podcast aufgenommen. Da hatte er gerade die ganzen Teile rausgeräumt und mal so eine Inventur gemacht. Viele Teile habe ich jetzt hier wiedergefunden und auch einige Autos. Wie ist denn jetzt die Rollenverteilung eigentlich? Dich habe ich schon mal im Rennanzug gesehen. Genau. Du fährst und du bist eher der Schrauber jetzt. Oder fährst ja, du auch? Ja, ich bin eigentlich von Haus aus Techniker. Und wir haben jetzt auch einen sehr guten Mechaniker. Und wir machen die Autos startklar. Wir revidieren inzwischen auch die Vierzylindermotoren. S42 und S14 ist gar kein Problem. Wir haben auch Ersatzteile. Ja, und der Jannik ist mir so, sage ich mal, das Gesicht vielleicht nach außen mehr, weil er ist ja auch bekannt, wenn er Rennen fährt und wenn er mit den Fahrzeugen dann und auch mit den Fahrern Kontakt hat. Genau. Ja. Ja, immer tolle Fahrer auch auf den Autos, wenn du nicht gerade fährst. Am Nürburgring. Am Nürburgring war es Bruno Spengler und Chris Nissen, der auch letztes Jahr die ganze Saison bei uns gefahren ist. Ja. Wenn man jetzt mit den ehemaligen Profis fährt, sind die sehr anstrengend oder anspruchsvoll, was die Technik anbelangt oder die Abstimmung des Autos. Ich glaube, Chris Nissen ist da wirklich detailverliebt, oder? Ja, also ich würde sagen, professionell trifft es am besten. Ja, also absolut. Wirklich, also das sagt er auch selber immer, das ist, dass er immer dabei steht. Ja, aber ich finde, das Arbeiten macht so noch viel mehr Spaß. Also wirklich, wir hatten dann auch immer eine schöne Struktur. Wir hatten die Mechaniker immer pro Fahrzeug aufgeteilt. Wir hatten dann Briefings vorab, danach Debriefings. Also wirklich, es hatte einen richtig professionellen Charakter. Und man hat auch gemerkt, die ganzen Mechaniker, die hatten so eine Freude dran, dass es auch immer sehr präzises Feedback gab. Und da konnte man einfach super dann auch zusammenarbeiten. Von daher
war es echt toll. Ja, das glaube ich. Also Chris Nissen, ehemaliger VW-Motorsportchef, hat da glaube ich auch ordentlich Zug in den Laden gebracht. Und kann ich mir schon vorstellen, dass der das irgendwie nie ablegen kann. Mit dem muss ich auch noch mal was aufnehmen. Hatten wir uns eigentlich mal hier verabredet. Das wisst ihr noch gar nicht. Ne? Irgendwann kommen wir mal wieder hier vorbei. So, und jetzt müssen wir mal zum OGP kommen, denn da bringt ihr nicht nur in Anführungszeichen E30 oder sowas mit, sondern wer mag es erzählen, was ihr da am Start habt? Nein, komm. Ja, mache ich gerne. Ja, zum einen werden wir in den Golden Era Rennen am Start sein mit zwei E36 STW-Fahrzeugen, unter anderem das Fahrzeug, welches letztes Jahr auch Bruno Spengler gefahren hat, welches ich auch zwei Rennen fahren durfte. Genau, werden zwei solche Fahrzeuge mitbringen. Dann der wunderschöne 635 Gruppe 2 wird im Rennen zur Deutschen Rennsportmeisterschaft im DRM Revival laufen. Und dann bringen wir auch noch zwei Fahrzeuge mit, die mit Schnitze jetzt eigentlich gar nicht so in Verbindung gebracht werden. Du hast gerade gesagt, Formel 2. Mhm. Damit hat es ja bei meinem Vater eigentlich so mit dem Motorsport auch ein Stück weit angefangen in den 90ern. Auch Verbindung zu BMW, weil die Autos BMW-Motoren haben. Und zwar sind es Maurer Formel 2. Okay. Da werden wir zwei Stück mitbringen von 1983, das Auto, das einmal Pierre Petit damals gefahren hat, ein Franzose. Und dann ganz besonders das 1983 Originalauto von Stefan Belloff, was ich dann auch 40 Jahre wieder her, 2023, ja. Genau. Und das Fahrzeug werden wir dann bei Junghans im Zelt zur Ausstellung platzieren. Also da dürfen das die Fans dann also gerne hautnah anschauen. Ein Stefan Belloff Formelfahrzeug am Nürburgring, das ist immer ein ganz besonderer Zauber, finde ich. Ne? Also ich glaube auch bei meinen Hörern, Stefan Belloff ist immer der Name, der so über allem strahlt. Das ist ein Originalauto. Habt ihr den mal eingesetzt im historischen Motorsport oder seid ihr den mal gefahren? Oder ist das? Nein, den haben wir nur restauriert. Mhm. Also ich habe den 2006 gekauft und wir haben den dann in den Originalzustand gebracht. Und es ist tatsächlich nachweislich, das Auto, das sieht man an den verschiedenen Beschriftungen und auch ein paar spezielle Sachen an dem Auto dran. Und ich habe auch alte Wagenpässe. Und ja, wir haben ja insgesamt sieben Maurer Formel 2. Hm. Und ja, vier sind jetzt einsatzbereit inzwischen. Die anderen müssen noch ein bisschen was arbeiten. Aber Motoren sind auch vorhanden, also von dem her kein Problem. Und Maurer Formel 2 wegen der BMW-Motorisierung? Oder ja, ich habe angefangen. Also beruflich war es mir früher davor leider nicht möglich, aber ich habe dann in den 90er Jahren angefangen mit meinem ersten Rennauto. Mein erstes Rennauto war jetzt überhaupt, hat gar nichts mit BMW zu tun. Es war ein offenes Sportwagen, ein Lola T212. Okay. Das war mein allererstes. Aber dann gleich danach kam dann der erste Maurer Formel 2. Ja. Und die Maurer haben mich so fasziniert, weil das sind so schöne Autos. Also ich finde sie die formschönsten Formel 2 Autos. Okay. Und Gustav Brunner hat die konstruiert, also die späteren dann, Gustav Brunner, und die haben ja schon Vollkohlefaser-Chassis, also das ist auch von der Sicherheit her schon ein bisschen besser wie die Alu, wie die genieteten Autos, wo ich auch welche davon habe. Aber ja, die Mauer haben mich einfach fasziniert und da habe ich da so über die Jahre, wo ich was erwischen konnte, habe ich alles zugekauft. Gibt es irgendeinen Favoriten in deiner Sammlung oder ein Auto, was noch fehlt? Ja, der da hinten. Die Rede ist von McLaren F1. McLaren, da habe ich jetzt die ganze Zeit drauf gedrängt, dass der endlich einen kauft. Nicht ganz so einfach, aber gut. Ja. Nein, aber ein paar Teile habe ich. Also ein paar Teile hast du schon. Kannst du schon selbst einen zusammenschrauben? Nein, nicht ganz. Nein, reicht noch nicht ganz. Okay, alles klar. Ein paar Sachen habe ich, ja. Vielleicht fällt ja noch mal was ab. Hast du einen Favoriten? Vor allen Dingen der Motor hätte ich. Ja, der wäre wichtig, das stimmt. Ja. Hast du einen Favoriten, den du besonders gern bewegst? Also zum Fahren muss ich tatsächlich sagen, die E36 STW, die machen wahnsinnig viel Spaß. Ein Auto, was ich gerne mal bewegen würde in Zukunft, den hatten wir letztes Jahr beim OGP dabei, das ist der E46 M3 GTR. Oh, ja, das war auch mein Favorit, ja. Da sind wir eben schon dran vorbeigelaufen. Ja, das ist auch ein Auto, das war zu meiner Jugendzeit, war das gerade so aktiv im Motorsport und ja, da habe ich auch einfach Blut geleckt damals. Ja, das stimmt. Von daher, das wäre ganz besonders. Ja. Ja, aber den kriegt ihr, der läuft nicht, oder? Da ist noch ein bisschen. Ja, da sind noch ein paar Kleinigkeiten. Da ist inzwischen original ein nagelneuer Motor drin. Mhm. Das ist ja dieser Königer Motor. Das ist ja ganz spezieller mit einer flachen Kurbelwelle. Der hat auch einen ganz speziellen Sound und spuckt Feuer. Also, das ist schon was ganz Spezielles. Also, das Fahrzeug, da fällt nicht mehr viel. Da müssen wir noch ein paar Sachen machen, dann fährt er ja.
Ja. Wow, okay. Ja. Also bin ich gespannt, wann wir den das erste Mal sehen. Ja. Also das stimmt, der E46 im 3 GTR, ja. Das wäre auch mein Favorit. Sag mal, diese SDW-Autos, ne, wenn du sagst, die machen so viel Fahrspaß. 94 bis 99 gab es ja die SDW, so als günstigere Version, als dann die Top-DTM-Autos kamen. Günstiger, da lasst du ja. Zurecht irgendwie. Aber das waren ja, sind ja Autos, die von außen zumindest relativ seriennah aussehen, aber da ist die Verbreiterung nach innen gebaut worden, ne, um die Reifen unterzubekommen. Und technisch sind die eigentlich genauso hochgerüstet wie die DTM. Oder? Genau, also reglementstechnisch eben vorgeschrieben, die schmale Karosse. Ja. Und anfangs hatten die Fahrzeuge ja auch noch keine Bespoilerung, mhm, ne, im ersten Jahr. Von daher sahen die da sehr, zivil aus. Ja. Und dann aber von Jahr zu Jahr und auch innerhalb der Jahre wahnsinnige Entwicklungssprünge. Und die letzten Fahrzeuge, wie wir jetzt auch beim OGP 1 einsetzen, von Baujahr 97 dann, das ist Hightech. Also die haben damals nicht umsonst dann eine 500.000 DM Neupreis gehabt, so viel. Deshalb musste ich gerade lachen. Nee, eben, genau. Aber das ist ja immer, also die Fans sagen immer, ja, die alte DTM, genau, und so. Und dann kam die SDW und das sind so, aber es ist eigentlich nur die Optik, die sehr nah ist. Die Fahrzeuge wurden nach innen verbreitet. Ja. Man fährt viel Nachlauf, einen extremen Sturz. Mhm. Man hat ja nur ganz schmale Reifen, nur 210 breit, aber trotzdem 19 Zoll. Wir fahren aber im Trocknen knapp bis 6 Grad Sturz. Und wenn man mal reinschaut, auch hinten im Kofferraum, da ist ja die sind Aufhängungskomponenten auch im Kofferraum mit Umlenkhebeln, das ist ganz interessante Geometrie. Und das macht das Fahrzeug letztlich auch so schnell, also von außen eher unscheinbar. Auch leistungstechnisch sicher den Vorgängerautos wie dem E30 M3 unterlegen. Also wir haben eine Leistung von ca. 300 PS. Aber Fahrwerk, Bremse, da liegt die Stärke von dem Auto. Und gerade auch sechsgang-sequenzielle Schaltung, natürlich kein ABS, keine Traktionskontrolle und die pure Verbindung mit dem hohen mechanischen Grip zur Straße, das ist das, was mich da so fasziniert und was so viel Spaß macht, auch als Fahrer. Dann hört die Leidenschaft in deiner Erklärung. Also macht einen wirklich neu. Nee, aber es ist tatsächlich, also wenn man die Autos fahren sieht, die sehen wirklich unspektakulär aus. Aber wenn sie dann um die Kurve kommen, dann denkt man doch, okay, ja, das sieht doch recht fix aus. Der ist besonders an der Hinterachse sehr stabil, weil der hat hinten Schwingen. Okay. Also das ist gigantisch, was der für ein Fahrwerk drin hat. Okay. Ja. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal genauer hingucken, wenn ich einen sehe. Also am OGP haben wir die Gelegenheit, da bringt ihr einen mit. Und zwei sogar. Zwei sogar. Genau. Okay. Ja, wenn man die Auswahl hat, könnt ihr nochmal die Flasche drehen hier in der Mitte der Halle und dann guckt ihr, was ihr sonst noch so mitbringt. Also, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass wir uns am OGP wiedersehen werden und dass ich hier mal in euren Hallen sein durfte, weil das ist wirklich faszinierend. Mhm. Toll, toll, dass ihr das Schnitzer-Klassik-Thema so weiterleben lasst. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Also, bei mir sind jetzt Hannes Steim von Junghans, dem Sponsor des OGP. Und das passt gut, denn Ralf Bahr ist auch da und der ist Mitveranstalter des OGP und Tourenwagen Golden Era. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank. Sehr gerne. Fangen wir doch mal mit dir an. 11. bis 13. August, der 50. Oldtimer Grand Prix Mensch. Und wir haben gerade schon festgestellt, ich habe, glaube ich, seit 94 nur einen verpasst. Da habe ich geheiratet an dem Wochenende. 2019 war das. Aber jetzt ist der 50. OGP. Was verbindet dich damit? Oldtimer Grand Prix, die 50. Ausgabe, die älteste, das älteste historische Rennformat in der Austragung überhaupt. Und auf dem mittleren europäischen Kontinent, so sagen wir immer, wenn wir nicht im gleichen Namen mit Goodwood nennen wollen. Also die Ersten sozusagen, jeder kann irgendwie der Erste sein. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, die Veranstaltung wird schon im 50. Jahr eben ausgetragen, teilweise sogar mit den gleichen Protagonisten, also einer der Gesellschafter. Das ist der Graf von Dönhoff, der ist Mitgesellschafter, Mitorganisator und ist immer noch mit an Bord. Mit über 80 Jahren ist er da eifrig mit dabei und der managt für uns immer die englischen Serien. Da hat er genug mit zu tun. Ja, und der ist eben auch wieder mit dabei. Und ich vertrete als Vorsitzender des CHRSN, Club Historischer Renn- und Sportfahrzeuge Nürburgring GmbH, diesen Gesellschafter. Und freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Ja, dass du mit dabei sein darfst, also das Mindeste. Und du fährst auch mit und du hast natürlich mit deiner fantastischen Renngeschichte, also bringst du wieder tolle Autos mit an den Start und die Tourenwagen Golden Era, die fahren natürlich auch mit. Und du fährst ihn hier, oder? Ich darf dieses wunderschöne Exemplar hier fahren. Was erwartet uns denn da dieses Jahr? Uns erwarten wirklich einige Highlights. Also eins der schönsten Dinge ist natürlich nach einer langen Zeit, in der wir uns ein bisschen beschränken mussten. Das Wort vermeide ich jetzt einfach mal. Haben wir jetzt wieder die Mercedes Arena geöffnet für
Clubtreffen und da erwarten wir, also die Clubmarken, Clubs, die wir in den letzten Jahren immer gesehen haben, von Opel bis Maserati, wird alles vertreten sein. Pagani Club kommt sogar vor Ort. Oh, okay. Eins meiner persönlichen Highlights wird sein, es wird ein Festzelt geben, das wir im Helikopterparkplatz aufstellen. Das wird dann so ein bisschen, ja, Oktoberfest ist ein bisschen übertrieben, aber wir wollen da wirklich dem Publikum, den Fahrern und den Teams nicht nur einen VIP-Bereich gönnen, also wo man sich dann verpflegen kann oder wo dann die Altvorderen wie Poldi, wie Harald Groß, wie Roland Asch und wie sie alle heißen. Und auch die alten Kameraden, die wirklich langjährig bei uns fahren. Unter anderem in unserem Club ist einer, der im 50. Jahr auch das 50. Mal mit dem gleichen Auto am Start ist. Da wird es ganz was Besonderes geben. Da hat sich auch der Nürburgring was anverlassen. Ja, und das ist so mein persönliches Highlight, neben der Tatsache, dass wir einige Ausstellungsfahrzeuge schöne haben, unter anderem ein DTM CLK in Jungheinz Branding, der auf der Auftaktgala zu sehen sein wird, die wir am Mittwochabend im Ringwerk in Zusammenarbeit mit dem Nürburgring präsentieren. Und natürlich das Potpourri an historischem, klassischem Motorsport, wie wir es die letzten Jahre kennen. Vielleicht noch ein bisschen erweitert sogar. Also mir ist aufgefallen, Hotels sind schon ausgebucht, mehr oder weniger. Ja. Tickets gibt es aber noch, oder? Tickets gibt es noch. An der Abendkasse hätte ich fast gesagt. Aber es gibt noch alles an Karten. Also man kann auch kommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist Wahnsinn. Also liegt es am 50. OGP oder liegt es auch an den rasanten nach dieser eben besagten Zeit haben wir letztes Jahr schon ein ganz gutes Ding hingelegt. Und wir haben jetzt, ich glaube, über 20-30% mehr Kartenvorverkauf, als wir das je hatten. Wahnsinn, ja. Also Track Record in jeder Hinsicht. Natürlich auch das große Jahr der Jubiläum. Erst haben wir 100 Jahre Le Mans gefeiert, jetzt 50 Jahre OEP. Einer, der noch älter ist, ne, nicht du persönlich, Hannes, aber deine Marke Junghans, ist ja wirklich eine der ältesten Uhrenmarken der Welt. Ja, nicht der Welt, aber wir sind natürlich hier in Deutschland mit den Uhrenmarken, die ununterbrochen am Markt sind, die älteste. Ja. 1861 hier im Schwarzwald in Schramberg gegründet und wie gesagt, durchgängig am Markt. Wir hatten zwar mal eine Schwächephase 2008, als die Insolvenz von Egana Goldpfeil war, aber haben auch in dieser Zeit weiter Uhren produziert und seit 2009 machen das eben mein Vater und ich gemeinsam. So, und ihr seid auch Autoverrückte, ne? Das muss man jetzt auch sagen, denn du bist jetzt nicht nur Uhrenfan, hast eine eigene Uhrenmarke mal eben übernommen, sondern... Mein Vater hat schon 77 angefangen, alte Autos zu sammeln, also damals tatsächlich schon Oldtimer. Ich bin damit groß geworden, habe dann 98 meinen ersten Oldtimer gekauft, damals zum Abitur. Was war dein erstes? DKW 1000, ach, geil. Den habe ich heute noch. Okay, ja. Aber natürlich auch die Rennerei war für mich immer schon ganz besonders, deswegen freue ich mich hier im Hintergrund den Schnitzer M3 zu sehen. Damals waren die eben am Start. Erstes Rennen, was ich live erlebt habe, war Hockenheim DTM. Und da hat das Herz natürlich schon immer für Weiß-Blau geschlagen. Du hast einen M1, oder? Darf man das sagen? Ja, wir fahren ab und zu, also nicht professionell mit Lizenz, aber schon immer wieder im Einsatz, auch bei Bergrennen mit dem M1, mit anderen Autos. Wir haben ja in Schramberg auch die Autosammlung Steim als Museum, wo einige der Exponate zu sehen sind. Aber wir versuchen sie eben auch am Leben zu halten und deswegen nehmen wir sie immer wieder mit. Und am Nürburgring waren die letzten Jahre eben auch dann die Taxifahrten angestanden, wo der M1 dann mit mir zusammen im Einsatz war. Okay, und eine andere Tradition erhaltet ihr auch am Leben und das ist die Motorsport-Tradition von Junghans. Denn ihr habt nicht nur tolle Funkuhren gemacht, womit ich wirklich groß geworden bin. Das war früher immer das Must-Have. Und ihr habt aber auch eine Motorsport-Tradition. Ja, wir haben also eine lange Tradition, nicht nur im Motorsport, sondern auch zu Beginn der Automobil-Ära. Ja. Wilhelm Maybach, der ja Konstrukteur bei Paul Daimler war, war eng befreundet mit Arthur Junghans. Mhm. Wilhelm Maybach wäre fast in Schramberg verbrannt, als er den Produkt oder den Wagen von Arthur Junghans, den er neu bestellt hatte, zum Laufen bringen wollte mit der offenen Glührohrzündung. Und auch die Schneckenlenkung wurde in Schramberg von Junghans entwickelt, also auch da gab es schon Zusammenarbeit. Aber dann speziell im Motorsport waren wir natürlich groß dabei. Da gibt es auch ein sehr schönes Video von Mercedes-Benz-Klassik, wie Alfred Neubauer seine Silberpfeile stoppt. Und das ist natürlich standesgemäß mit Junghans-Stoppuhren. Es gibt eine schöne Porsche-Werbung, wo Porsche 65 in Le Mans seine Klasse gewonnen hat. Auf der Werbeanzeige dann die Junghans-Stoppuhr drauf war. Aber dann natürlich ganz groß Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wo ja das Quarz-Thema ganz groß kam, wo Junghans Quarz-Uhren dann der offizielle Zeitnehmer auch von den Formel-1-Rennen in Europa war. Wow, habe ich immer gar nicht so mehr vor Augen unbedingt, ne? Aber jetzt, wo du es sagst... Also nee, haben viele nicht mehr vor Augen, aber es gibt noch schöne Bilder. Es gibt auch Werbeanzeigen, die wir damals natürlich noch nutzen durften. Heute dürfen wir das natürlich nicht mehr in dieser Form leider machen. Da sind andere große Marken im Einsatz. Ja.
Aber es hat uns natürlich geprägt und das Zeitnehmer-Thema war ja nicht nur bei Olympia groß, sondern eben auch beim Motorsport groß. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir da eine lange Partnerschaft haben, eine gute Partnerschaft haben mit dem OGP. Und es kommen viele Dauergäste nicht nur beim OGP dann zum Rennen schauen, sondern auch wieder zu uns, um zu schauen, was wir Neues haben. Also von daher freut uns das immer wieder. Und zum 50-jährigen OGP habt ihr euch was Besonderes einfallen lassen und du hast es schon mitgebracht. Ich durfte es schon anfassen. Ich bin ganz stolz. Erzähl du, genau. Was habt ihr da? Was bringt ihr mit? Ja, wir waren natürlich in Gesprächen mit dem Organisationsteam und Wolfgang Schulz hat uns zugestanden, dass wir da was machen können dieses Jahr zusammen mit dem Ralf Bauer und haben deswegen zwei Uhren gebracht, die extra für den Oldtimer Grand Prix gemacht werden. Es ist eine Quarzuhr in dem 1972er Design. Allerdings farblich an die Farben des Jubiläums des Oldtimer Grand Prix angepasst. Und es wird also 50 exklusive Uhren weiß mit weißem Armband geben und dann 50 Uhren eben grau mit weißem Armband. Und da sehen wir eben hier nochmal das Zifferblatt von der grauen. Ja. Das eine war jetzt das Fotomuster, die andere, die wird jetzt gerade erst aufgebaut. Ja, also kriegt ihr die noch fertig bis zum OGP? Ja, ja, das ist sichergestellt. Den können wir jetzt nicht mehr verschieben und das wissen auch unsere Leute. Also wir gehen nächste Woche, starten wir mit der Produktion, okay, und werden die dann exklusiv auch am OGP, am Junghannstand anbieten. Kostenpunkt 790 Euro. Ich denke, ist ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine schöne Erinnerung an einen hoffentlich trockenen und erfolgreichen Oldtimer Grand Prix. Es gibt nur 2x50 Stück, das darf man nicht vergessen. Und also ich schätze mal, Freitag sollte man dann schon früh da sein bei euch am Stand und eine mitnehmen. Oder es gibt die wirklich nur bei euch. Also ihr kriegt jetzt schon massenweise Mails, hast du gerade gesagt, richtig, aber ihr bleibt hart. Das ist das eine Thema. Wie gesagt, wir haben die ein oder andere Vorreservierung, wo schon einer sagt, ich hätte die gerne, ich komme auch zu euch an den Stand am OGP. Okay. Also wir drücken natürlich da auch nochmal auf die Tube, Werbung für den OGP zu machen, vorbeizukommen. Wir haben auf der Rückseite auch nochmal die Gravur mit Legenden des Nürburgring, Weiße Elefant, Nürburgring Nordschleife und Alfred Neubauer, der die Zeit stoppt, der da nochmal dargestellt ist, weil das ja auch wichtige Themen für den Nürburgring waren. Wenn man jetzt sagt, also 50 Stück und du musst deinen Mitarbeitern sagen, sie müssen Gas geben, die Transportzeiten, die sind es nicht, weil die kommen nicht aus China, sondern die werden hier gefertigt in Deutschland. Richtig, Junghans fertigt tatsächlich alle Uhren hier in Schramberg. Wir haben eine relativ große Wertschöpfung, deswegen sind wir auch made in Germany. Ja. Wir haben dieses Design-Thema in Schramberg, wir haben die Konstruktion in Schramberg, die Funkwerke fertigen wir selber hier in Schramberg, Komponenten kriegen wir natürlich auch aus dem europäischen Ausland, ein bisschen was auch aus Asien, gerade wenn es auch um Technologie geht in Richtung Funkwerke, wo wir dann eben Prozessoren oder sowas brauchen. Aber die Uhren werden alle hier in Schramberg zusammengebaut und wir sind also mit 110 Leuten hier in Schramberg aktiv. Toll. Gute Geschichte, schön, dass ihr das so weiterführt. Und Tesla-Freunde können sich freuen, die Uhr ist batteriebetrieben. Also, für jeden was dabei. Diesmal beim OGP. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es noch Plätze für die Golden Era? Oder ist das auch schon Golden Era gut? Sind wir richtig voll, natürlich. Schöner. Wir fahren ja wieder in diesem Rahmen ohne ITC und ohne moderne DTM-Fahrzeuge. Wir versuchen wirklich, die Autos von der Leistungsdichte her relativ harmonisch zu halten, sodass alle eine Chance haben auf die Uhr. Natürlich wird ein DTC-Auto nicht an einen DTM-Wagen heranreichen und zwischen STW und DTM wird es auch ausgeglichen sein, aber immerhin haben dann alle eine realistische Chance. Und ich habe es zur ersten Auftaktveranstaltung schon miterlebt, der Run auf die Uhr war groß und da gab es eine Disqualifikation im Nachhinein, die dann wirklich, ja, ich sag mal, fast tränenreich verlaufen ist, weil jeder so heiß ist auf diese Uhr. Ja, ganz toll und klasse für uns auch des OGPs, dass ihr das macht. Das Motiv ist auch schön. Wir haben dieses Auto, der Weiße Elefant, wird auch im Vintage-Fahrerlager zu sehen sein. Dort haben wir auch ist auch eines der Highlights, speziell aufbereitetes Vintage-Fahrerlager, das Markus Herford bestellt. Der ist bekannt im Nürburgring und im Vintage-Umfeld. Und da werden uns einige schöne Exponate, tolle Fahrzeuge und ein ganz tolles Umfeld erwarten. Also ich bin gespannt. Roland Asch, der kommt auch und bringt seinen Mustang mit. Nimmt seinen Mustang mit. Ja. Der wird dann also bei den Gästefahrten bzw. Taxifahrten mit dabei sein. Wir werden da sicherlich auch im Rahmen, das ist ein kleines
Video drehen, um den ganz sicher zu zeigen, also, den er gefahren hat. Sage ich nicht nein. Hat er lange genug dran gebastelt. Ne? Das hat er lange, ich soll das auch wirklich dir auch nochmal sagen. Sind ja bei ihm immer so Dekadenprojekte, ehrlich gesagt. Aber wenn, dann kommt er wirklich mit Pauken und Trompeten an die Strecke. Ne? Muss man sagen. Also das ist schon ja, und dann eine tolle Geschichte. Ist, dass Schnitzer Klassik wieder mit Schnitzer-Autos kommt und Ausstellungsfahrzeugen. Und wir haben eines der Highlights. Wir werden auf jeden Fall ein originales Fahrzeug von Stefan Bellhoff, also diese Maurer Formel 2 Autos. Okay. Da ist er viel gefahren, also das hat eigentlich seine Karriere ja begründet. Und dieses originale Rennauto, das er in der Saison auch am Nürburgring gefahren hat, haben wir mit dabei. Da steht auch ein Junghans-Zelt, wie ich eben gehört habe. Ja. Da passt perfekt hin. Also, sollte man mal vorbeigucken. Ja. Ich freue mich mal wieder megamäßig auf den OGP. Ich habe nach langem Suchen noch ein Hotel gefunden. Ah. Irgendwo in der Walachei. Ein bisschen fahren, weniger trinken, aber eine gute Geschichte. Hannes, wir sehen uns auch auf jeden Fall beim OGP. Auf jeden Fall. 11. bis 13. August. Es gibt noch Karten online, sagen wir mal. www.grandprix.com. Alles klar. Blende ich auch noch mal ein. Schön, dass ihr da wart. Danke. Herzlichen Dank. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.